und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurer Alpha-Wölfin. Ja, da mich jetzt schon viele, speziell auch aus der Gilde und natürlich auch Leute, die nicht bei uns in der Gilde sind, darauf angesprochen haben, wie man denn eigentlich jetzt die neuen Funktionen nutzen kann. Mittlerweile sind sie ja nicht ganz so neu, sie kamen mit dem Markhard-Update, um seine Ausrüstung selber herzustellen und was das alles auf sich hat mit dem Rüstungsteile bzw. Waffen und so weiter binden, das erkläre ich euch jetzt hier im Video. Und zwar, leider kann ich euch das jetzt nicht zeigen, weil alle meine Sachen schon gebunden sind, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwo drauf gehen würdet und einen Rechtsklick machen würdet, wenn ihr hier seht, dann seht ihr, wenn ihr hier schaut, dann seht ihr oben rechts, da steht bei beiden drin gebunden und gesammelt. Wenn ihr das jetzt noch nicht gesammelt habt, dann würde unten stehen nicht gesammelt. Daran könnt ihr dann immer erkennen, okay, das habt ihr definitiv noch nicht bei euch in der Liste drin. Dann könnt ihr einen Rechtsklick machen und dann würde hier in der Liste, würde dann binden stehen. Da müsst ihr draufklicken, das Ganze nochmal bestätigen. Und dann würde hier oben dieses übliche Fenster aufplöppen, das und das, also der und der Gegenstand wurde gebunden. Wenn ihr nun auf U drückt und hier oben rechts auf diesen, ja, dieses Maskensymbol, sage ich mal, klickt, wo Sets steht, dann seht ihr alle Sets, die ihr schon gebunden habt und natürlich auch die, die ihr nicht gebunden habt, je nachdem, was ihr hier eingestellt habt. Ich habe hier zum Beispiel auch gesperrtes Anzeigen mit reingeklickt. Wenn man das jetzt rausnehmen würde, das Häkchen, würdet ihr wirklich nur die Teile sehen, die ihr schon habt. Aber es ist natürlich wenig sinnvoll, wenn ihr den Rest nicht seht, weil das ja die Sachen sind, um die man sich dann vielleicht auch speziell kümmern möchte. Und da könnt ihr euch wirklich alles angucken, was das für ein Set ist, was das Set macht beispielsweise, wo ihr es findet, könnt ihr im Endeffekt hier sehen. Hier ist das schön unterteilt zwischen Altmeri Dominion in den einzelnen Gebieten, Dolchsturzbündnis, die einzelnen Gebieten, eben Erzpakt mit den einzelnen Gebieten. Dann gibt es nochmal die DLC-Gebiete. Das sind jetzt aktuell das Reich, Goldküste, hier ist Fluch und so weiter, westliches Himmelsrand. Dann gibt es die normalen Verliese, wo man auch mit den täglichen Dailies reinkommt. Und es gibt nochmal die DLC-Verliese, da kommt ihr natürlich auch mit den täglichen Dailies rein. Prüfungen, das sind die sogenannten Raids, wo ihr dann nur mit 12 Leuten hingehen könnt. Ich persönlich bin jetzt noch in keinem einzigen Raid gewesen, nachdem das Ganze eingeführt worden ist. Deswegen habe ich jetzt hier auch absolut nichts drin stehen. Arenen sind auch nochmal einzeln unterteilt zwischen Drachenstern-Arena, Grund des Vatishran, wobei jetzt hier die besondere Eigenschaft ist, die Drachensterne-Arena könnt ihr nur zu viert machen, beziehungsweise wenn ihr stark genug wärt, könntet ihr es natürlich auch alleine machen, aber die macht man üblicherweise zu viert. Den Grund des Vatishran, das ist ein Einzelverlies, ebenso wie die Malstrom-Arena und das Schwarzrosengefängnis ist nochmal ein Viererverlies. Dann gibt es noch den PvP-Bereich. Cyrodiil ist nochmal extra unterteilt, hier die Kaiserstadt ist extra unterteilt und die Sachen, die ihr in den Schlachtfeldern erhaltet. Und unter Verschiedenes könnt ihr die ganzen Antiquitäten finden. Kalthafen wird hier aufgeführt, Karkstein und ja, Startgebiete. Ich weiß nicht, warum das jetzt so unterteilt ist, da sind diese ganzen Sachen vom Auszubildenden drin. So, mit diesem Wissen wenden wir uns dann jetzt diesem Teil hinter mir zu, und zwar ist das die sogenannte Transmutationsstelle. Die könnt ihr entweder in der Stadt der Uhrwerke benutzen, wenn ihr in die Hauptstadt geht, da steht eine Transmutationsstelle, oder die meisten Gildenhäuser haben die normalerweise auch bei sich drin stehen, beziehungsweise wenn ihr genügend Schriebscheine dafür habt oder das Ganze per Gold kaufen möchtet, dann könnt ihr das natürlich auch in euer eigenes Haus reinstellen. So, wenn wir einmal hier drin sind, finden wir hier oben, das ist für diejenigen, die es schon von früher kennen, früher gab es nur die Transmutation, das heißt, wenn ich jetzt hier irgendwo draufklicke, kann ich mir was aussuchen und daraus jetzt verteidigend machen, präzise machen, geladen machen, alles, was man hier gelernt hat, wird einem angezeigt. Das wollen wir jetzt natürlich nicht. Wir klicken auf Rekonstruieren und dann könnte man jetzt an dem Beispiel
Auszubildender könnte man jetzt einen Doppelklick drauf machen. Dann sieht man hier, was man damit erstellen kann. Robust, undurchdringlich, verstärkt. Hier gilt auch wieder nur das, was ihr bereits freigeschaltet habt, was ihr erlernt habt. Nur das könnt ihr auch wirklich herstellen. Hier unten, also es würde dann hier durchgehen bis Nirngeschliffen. Hier unten könnt ihr auf die einzelnen Farben klicken. Ihr könnt das Ganze in Blau herstellen, in Lila herstellen. In meinem Fall jetzt theoretisch auch in Gold, was wir jetzt natürlich nicht wollen. Was ihr allerdings immer haben müsst, sind zum einen die Ressourcen natürlich, um das Ganze so herzustellen. Also sprich, ihr braucht ja, die Ressourcen, um es auf Grün aufzuwerten, auf Blau aufzuwerten, auf Lila aufzuwerten und in dem Fall jetzt auf Gold, also je nachdem, welche Farbe ihr hier haben wollt. Und ihr braucht die Transmutationskristalle. Wenn ihr das jetzt so machen wollen würdet, bräuchtet ihr nur noch hier unten auf R zu drücken oder hier drauf zu klicken. Dann würde man das Ganze jetzt so herstellen. Ich möchte es jetzt natürlich nicht herstellen, deswegen gehe ich jetzt erstmal wieder zurück. Ich möchte euch allerdings noch eine kleine Eigenschaft oder eine kleine Besonderheit erklären. Hier beispielsweise Rüstung des Auszubildenden. Ihr seht, es gibt ganz, ganz viele Teile. Das ist übrigens eins von, ich glaube, zwei Sets, die man in verschiedenen Ausrichtungen findet. Also das hier gibt es tatsächlich in allen, und zwar in leicht, im Mittel und in schwer. Normalerweise ist es ja so, Kalthafen zum Beispiel, dass ihr die ganzen Teile nur in leicht habt oder nur in schwer habt und dann dementsprechend alle hier durch. Deswegen sind die auch ja kleiner hier so von der Optik her. Hier ist es aber tatsächlich so, dass man mehrere Varianten braucht. Die habe ich von Rüstung des Auszubildenden komplett zusammen. Das heißt, hier oben steht bei mir jetzt, ich müsste jetzt pro Teil, was ich hier herstellen möchte, 25 von diesen Transmutationskristallen ausgeben. Pro Teil. Hört sich erstmal relativ viel an, ist es aber eigentlich nicht, weil mit jedem Random erhaltet ihr, beziehungsweise mit jedem Random und jedem neuen Char erhaltet ihr 10 von diesen Transmutationskristallen. Es dauert sehr lange eigentlich im Vergleich immer noch, bis man natürlich ein komplettes Set dann zusammengespart hat. Aber da liegt dann wieder der Unterschied, ist man fleißig und läuft viele Randoms, läuft man täglich Randoms und so weiter und so fort. Das muss dann natürlich jeder für sich selber entscheiden. Wenn man dann zum Beispiel nur eins pro Woche läuft, hat man die Steine natürlich jetzt nicht so schnell drin. Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit für diejenigen unter euch, die PvP spielen möchten, dass man dort die Steine bekommt oder auch zum Beispiel auf den Schlachtfeldern, glaube ich, war es erhöht oder es war generell im PvP-Gebiet erhöht. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, weil ich bin einfach kein leidenschaftlicher PvP-Spieler. Sagen wir es mal so, wenn jemand fragt, würde ich mitkommen. Aber von selber würde ich nicht so wirklich oft auf den Gedanken kommen, da reinzugehen, weil es ist immer nur so ein Zwang für mich gewesen. Und ja, war eher so negativ behaftet an diesem Spiel. Ja, also hier müsste ich jetzt 25 bezahlen. Das ist im Übrigen auch das Minimalste, was man generell bezahlen muss, um Teile herzustellen. Wenn wir jetzt aber andere Sachen uns angucken. Hier wird es jetzt zum Beispiel nicht angezeigt, weil es da nur ein Teil gibt. Also wir können das nicht herstellen. Dementsprechend wird es auch nicht angezeigt. Ich schaue mal eben, hier zum Beispiel haben wir von Bräuche des Heilers, haben wir 2, 4, 6, 7 Teile und damit, naja, ich sag mal knapp ein Drittel ungefähr eingesammelt. Das würde dazu allerdings führen, dass wir 60 Transmutationskristalle pro Stück hier bezahlen müssten. Das heißt, wenn wir jetzt hier 5 Teile von, ja, Schultern wahrscheinlich eher nicht, aber 5 Teile herstellen würden, dann müssten wir pro Teil 60 Transmutationskristalle bezahlen. Hier unten sieht man es auch nochmal genau, hier müsste ich jetzt 70 bezahlen, weil ich hier nur 3 Teile von habe. Gut, ein Set, wo man nur 3 Teile von hat, das wird man wahrscheinlich eher nicht herstellen. Aber ihr versteht, was ich meine. Je mehr Teile ihr gesammelt habt, umso geringer sind die Kosten. Und je weniger ihr gesammelt habt, umso höher sind die Kosten. Hier sieht es zum Beispiel oben der Zerstörungsbeherrschung. Das habe ich komplett gesammelt. Und da müsste ich dann auch wieder nur 25 Transmutationskristalle pro Stück bezahlen. Was uns aufgefallen ist, dass es vor dem Update, was gekommen ist, konnte man zumindest die Sachen verwerten und dann wurde automatisch hinzugefügt,
wenn man mal was übersehen hatte, dass man es nicht gebunden hatte. Allerdings, nachdem ein Update zwischendurch kam, ich weiß nicht genau bei welchen, funktionierte das nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das verbuggt ist, dass es vorher eigentlich gewollt war, dass es sozusagen dann dadurch gesichert wurde, oder ob es vorher nicht gewollt war und ja, das jetzt rausgenommen worden ist mit dem Update und man es deswegen nicht mehr machen kann. Das weiß ich leider nicht, da habe ich bisher auch von keiner Seite eine Antwort erhalten. Deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, macht es immer so, wie ich es euch gezeigt habe, indem ihr auf euer Inventar geht, dann guckt ihr euch die Sachen durch, die ihr alle dazu bekommen habt. Und dann macht ihr einen Rechtsklick, geht dann hier auf Binden, bestätigt kurz, dass ihr das binden möchtet und wartet halt eben ab, bis hier oben dieser Text kurz reingekommen ist. Und dann habt ihr es auf jeden Fall sicher gebunden. Ja, das war's dann auch schon. Ich hoffe, dass euch das Video weitergeholfen hat und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Ciao.